wir stellen uns der Realität. Und die Realität ist zum einen mal die Realität, dass wir weniger Menschen haben in unseren Pfarreien, dass wir weniger pastorales Personal haben, auch vor allem weniger Priester, und dass wir deutlich weniger Finanzen haben. Und dass wir das annehmen müssen als eine Realität und dass wir mit diesen Ressourcen, die wir haben, auch nochmal Seelsorge gestalten. Das ist die eine Realität. Und die andere Realität ist die, dass wir uns genau anschauen müssen, wie geht denn das heute? Wie passieren heute Prozesse, dass Menschen tiefer zum Glauben finden? Und beides führt dazu, dass wir deutlich stärker als bisher Kirche als Netzwerk denken müssen. Deswegen die Vernetzung der bisher selbstständigen Pfarreien zu größeren Einheiten. Das heißt auch ganz konkret, dass wir begreifen, dass wir wirklich aufeinander angewiesen sind. Also nicht nur so, wir kooperieren irgendwie miteinander, wenn es uns gefällt oder wenn es eben nicht mehr anders geht, sondern wenn wir in die Apostelgeschichte hineinschauen, dann erleben wir, dass diese Gemeinden, die sich da bilden im östlichen Mittelmeerraum, miteinander vernetzt sind. Schauen Sie sich den 2. Korintherbrief an. Paulus wirbt darum, dass die Gemeinde in Jerusalem unterstützt wird von den anderen Gemeinden. Da ist ein sehr lebendiger Austausch nochmal da. Und in diese Richtung müssen wir deutlich stärker gehen als bisher. Wir haben über Jahrzehnte, gerade auch nach dem Konzil, oft ein Gemeindebild kultiviert der sich selbst versorgenden Gemeinde. Das war ein wichtiges Stichwort der 70er Jahre. Das war sicherlich gut gemeint, im Sinne auch Gemeinde neu als Lebensraum unterschiedlicher Charismen zu entdecken. Aber was wir heute deutlich stärker belichten müssen, ist, dass diese Gemeinden eingebunden sind in ein großes kirchliches Netzwerk der Kirche von Fulda und dann auch letztlich der Universalkirche. Mich treibt ganz persönlich an, dass ich beobachte jetzt in den letzten 3,5 Jahren, wie läuft dieser Prozess ab, dass gerade junge Menschen tiefer zum Glauben finden. Natürlich, wir sehen, ganz viele Menschen finden das nicht. Und jetzt wäre der Schluss schnell zu ziehen, man sollte und man müsste. Aber ich werbe darum, anzuschauen, wie passiert es denn konkret? Und ich erlebe hier im Bistum Fulda sehr viele hoffnungsvolle Aufbrüche, auch gerade im Jahr 2022, bei allen katastrophalen Meldungen, die wir haben, dass junge Menschen tiefer in den Glauben finden und dass sie bereit sind, sich für die Kirche zu engagieren. Die Pfarrei ist weiterhin ein wichtiger Ausgangsort, etwa mit der Katechese, Erstkommunion, Firmung. Aber dass jemand tiefer zum Glauben findet und dabei auch bleibt, dafür wird in Zukunft die Pfarrei nicht ausreichen. Das ist meine Beobachtung, sondern braucht es nochmal ein anderes Netzwerk. Das, was wir etwa haben mit den größeren Veranstaltungen wie Praise and Park, wie Hosiana, die Fahrten nach Tessé, die Romfahrt, aber eben Veranstaltungen und Formate, die übergreifend sind, pfarreiübergreifend sind. Das wollen wir sowohl mit den neuen Pfarreien darstellen, die übergreifend sind über die bisherigen Pfarreien, aber es braucht auch darüber hinaus immer wieder den Verweis auf das, was wir etwa auf Bistumsebene auch tun. Dazu ist immer wieder wichtig, und es ist mir wichtig, ganz konkret mit Menschen im Gespräch zu sein, wo sie das tun. Das ist sehr unterschiedlich. Das ist für manche Menschen die klassische Pfarrei, das ist für andere die Hochschulgemeinde, das ist für andere nochmal ein Netzwerk von Familien, das sich gebildet hat, ein Glaubensgesprächskreis. Wir haben jetzt in den letzten beiden Jahren sehr viel erlebt im Internet. Und wichtig ist, dass wir da durchlässig werden, dass wir aufeinander verweisen, dass wir auch schauen, welche Bedeutung haben unsere Zentren, ob das die Franziskaner sind am Frauenberg, ob das die Schönstadtschwestern in Diedershausen sind, ob das eine Schule ist, ja, welche Rolle spielen etwa unsere Schulen gerade in den starken Diaspora-Gegenden, wo können sie da etwas vernetzen, wo springt etwas bei ihnen an, wo finden sie einen Zugang? Und das müssen wir verstärken. Also wir müssen mit unseren Strukturen stärker nachbilden, wie laufen tatsächlich heute die Wege von Menschen ab, die tiefer mit dem Glauben in Beziehung kommen. Jesus beobachtet 30 Jahre lang zuerst Phänomene des Wachstums. Und es wird nachher in seiner Verkündigung ja mehr als deutlich,
Die Gleichnisse sprechen fast alle von Wachstumsprozessen in der Natur. Und das spiegelt er dann im Blick auf die Reich Gottes Botschaft. Und wir müssen sehr viel stärker auf Wachstumsprozesse achten, die faktisch passieren. Und das, was wir mit den neuen Strukturen versuchen, ist, dass wir dem noch mal stärker einen Raum geben. Das geht wirklich um eine veränderte Haltung. Nicht darum, was tun wir, dass unsere Gemeinde möglichst lebendig ist, sondern was tun wir dafür, dass in möglichst unterschiedlichen Menschen der Glaube möglichst lebendig ist. Das ist eine andere Haltung. Wir brauchen Strukturen. Wir sind als Kirche eine auch verfasste Organisation in dieser Welt, wo es Strukturen und Regeln braucht, dass ich weiß, wo melde ich eine Taufe an, wo wird das auch verbucht, das braucht es. Aber wir müssen diese Strukturen deutlich stärker als bisher als im Dienst eines Prozesses betrachten. Im Zentrum unserer Aufmerksamkeit müssen die Prozesse stehen. Und das sind immer die Prozesse des Christwerdens, die Prozesse der Verkündigung, die Prozesse, dass Menschen wachsen in ihrer Persönlichkeit und dass sie wachsen in ihrer Glaubensbiografie. Ich glaube, dass Gott in Menschen in unseren Tagen vieles aufbrechen lässt und dass es die Wachheit braucht, das erst einmal wahrzunehmen und diese Sehnsucht zunächst einmal wirklich einfach wahrzunehmen, nicht gleich irgendwie zu verzwecken, nicht gleich in eine Schublade einzuordnen, sondern mir selber die innere Freiheit nehmen, dass ich sage, ich versuche hier selber nochmal mit diesem Menschen, mit diesem Gegenüber eine neue Erfahrung zu machen. Wir sind in Relation zu anderen deutschen Bistümern, sind wir tatsächlich das zahlenmäßig kleinste westdeutsche Bistum. Aber wir haben eine Fläche, die es in sich hat. Ich sage immer, wir verbinden Nord- und Süddeutschland und Ost- und Westdeutschland. Die beiden Täler im Ulstertal, die die Geschichte nochmal mitbringen, auch der deutschen Teilung, wo ich einen großen Respekt auch davor habe, wie die sich gerade in dieser Zeit in der sogenannten Sperrzone auch behauptet haben, auch als Gemeinden. Und das gilt es auch wirklich zu achten. Und das andere ist, wir haben Gebiete, die traditionell kirchlich katholisch geprägt waren, wie vor allem auch die Rhön oder auch das Amöneburger Land. Und wir haben ganz weite Gebiete, die eine sehr starke Diaspora-Situation haben. Und da gilt es auch, Kirche in einer Unterschiedlichkeit zu gestalten. Das wird wichtig sein für die Kirchenentwicklung, wenn wir diese Pfarreien dann errichtet haben. Nacheinander wird das Leben in diesem Verein unterschiedlich aussehen. Und ließ sich das letzte Stück fallen. Also zum einen mal ist da ja ganz viel Leben da. Und das gilt es natürlich aufzugreifen, ja, zu schauen, was bringen diese Pfarreien an Originalität mit. Ja. Das habe ich in meiner Heimatpfarrei auch sehr eindrucksvoll erlebt mit meinem Heimatpfarrer, der da auch drauf geschaut hat, was ist es. Und es gibt natürlich, und das geht jetzt zu unserer Thematik, die Enttäuschungen. Wir haben uns doch engagiert in unseren Pfarreien die letzten 30, 40, 50 Jahre und jetzt erleben wir, es wird immer weniger. Das anzunehmen, auch als Enttäuschung zuzulassen, ist mir wichtig. Ich möchte das nicht schönreden. Hier haben sich Menschen über Jahre und Jahrzehnte, haben ihr Herzblut reingegeben, haben sehr viel Kraft gegeben, haben sehr viel investiert. Und das ist auch für viele Menschen fruchtbar geworden. Dass viele Menschen bei uns im Bistum aktiv sind, hat etwas damit zu tun, was hier passiert ist in den letzten 30, 40, 50 Jahren in unseren Pfarreien. Und das gilt es dankbar anzunehmen. Jetzt sind wir auch als Gesellschaft nochmal in einer wirklich anderen Situation als in den 70er und 80er und auch noch 90er Jahren hier in der Region. Die Fragen stellen sich für die nachwachsende Generation noch einmal völlig anders. Es wächst niemand einfach mehr so in den Glauben hinein, nur weil sein Umfeld das tut oder weil seine Familie das schon immer getan hat. Das sind heute andere Prozesse, wie Menschen in den Glauben hineinwachsen. Das hat viel mit Entscheidung zu tun, mit persönlicher Entscheidung. Und das hat viel damit zu tun, welche Gesprächspartner und welche Orte habe ich erlebt, an denen für mich Glaube relevant erfahrbar ist. Und das gilt es anzunehmen.
Das ist meine These, die möglicherweise etwas provokant ist. Selbst dann, wenn wir genügend Priester, wenn wir genügend Hauptamtliche hätten, wenn wir genügend Geld hätten, glaube ich, müssten wir einen Weg gehen einer deutlich stärkeren verbindlichen Vernetzung der Orte, die bisher in einer relativ guten rechtlichen Eigenständigkeit unterwegs sind. Weil ich das zutiefst erfahren habe hier im Bistum mit der nachwachsenden Generation, Glaube wächst dort, wo Menschen, die gleichen Menschen, an unterschiedlichen Orten Erfahrungen machen. Glaube, Wachstum heute hat sehr viel damit zu tun, dass ich Orte finde, an denen das, was ganz tief in meiner Seele sich regt, zur Sprache kommen kann. Und das passiert in der Regel nicht gleich oder als erstes mit den Menschen, in denen ich jetzt im Bild gesprochen schon seit dem Sandkasten unterwegs bin, weil wir vielleicht geklärt haben, worüber wir sprechen und worüber wir nicht sprechen. Und ich erlebe es immer wieder bei jungen Menschen, dass da, wo sie in eine andere Situation mit anderen Gesprächspartnern, in eine andere Atmosphäre kommen, dass da plötzlich vieles nochmal aufbricht, sie einen Zugang bekommen zu dem, auch einen Zugang bekommen zu dem, wie kann ich das, was in meiner Seele lebt, was mich an Fragen umtreibt, wie kann ich das nochmal ins Gespräch bringen? Und da, wo sie das erleben, kann das oder kann auch nicht nochmal eine Rückwirkung haben auf die Art und Weise, wie sie in ihrer Gemeinde unterwegs sind. Die Karte, die wir jetzt haben, bildet eine Struktur ab, die wir ungefähr im Jahr 2030 erreicht haben werden. Wie das in den einzelnen neuen künftigen Pfarreien verläuft, das sind unterschiedliche Geschwindigkeiten. Wir haben bereits an einzelnen Orten Prozesse, die schon sehr stark in diese Richtung gehen, an anderen noch nicht. Und wir haben auch bereits Teilzusammenschlüsse und die gilt es auch zu würdigen. Das wird unterschiedlich schnell sein, das hat auch was damit zu tun, wie viel können wir auch an Begleitung anbieten. Aber wichtig ist, dass jetzt, wo Entscheidungen bereits jetzt schon getroffen werden, etwa in Form von Teilzusammenschlüssen oder auch wo es um Immobilien geht, wo investieren wir nicht, dass das bereits im Horizont der künftigen größeren Pfarrei geschieht, also mit der Frage, was ist die Bedeutung von dem, was wir hier jetzt investieren, später für das größere Ganze. Dass ich erlebt habe, dass da, wo ich bereit bin, etwas loszulassen, auch innerlich Liebgewonnenes loszulassen, dass mir da auch neu nochmal etwas geschenkt wird an Erfahrung, was ich so nicht erwartet hätte. Und das ist meine wesentliche Motivation. Diese Motivation würde ich gerne ins Bistum hineingeben. Üben wir uns im Loslassen. Üben wir uns im Loslassen auch vom Liebgewonnen und glauben wir, dass Gott uns neu beschenkt. Aber die Botschaft der Bibel ist, dass Gott einer ist, der genau in diesen zerbrechenden Erfahrungen gegenwärtig ist. Das haben die Menschen erfahren, ob im babylonischen Exil, das haben sie erfahren in den vielen Verfolgungswellen des Christentums. Und die Erfahrung ist immer wieder, dass dieses Zerbrechen noch einmal eine größere Tiefe der Frage geben kann, wer ist Gott und wer sind wir als Menschen, wer sind wir als Christen. Und das heißt, Gott kann aus diesem Zerbrechen noch einmal einen neuen Weg gestalten. Und auf diesen Weg würde ich gerne mit möglichst vielen Menschen hier in der Region gehen.